Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K16. Maiko hier. Es geht als nächstes gegen die Thunder, nachdem wir gegen die Trailblazers verloren haben. Und ich ja wirklich richtig heftig Probleme hatte gegen LeBron James. It's the 2K Sports Pre-Game Show. Jetzt kommt nicht gerade eine leichtere Aufgabe mit Kevin Durant. This is 2K Sports. I'm Ernie Johnson. Welcome to the NBA. We're joined by the legends, Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith. And coming right up, we'll see the Oklahoma City Thunder playing against the Golden State Warriors at their home, Oracle Arena. Well, for Golden State, they know this game will be a battle. The team they defeated in the conference finals, they're not taking this one lightly. Guys, let's dig into some of the players who might be, you know, less known to the viewers and talk about some of the more underrated players in the league. Who would be your picks? Underrated guys. Kenny? I like Paul Millsap. I think he's underrated. I think his value to the team. There's a bunch of guys on that Atlanta team that's underrated, you know, Teague and Millsap. Markieff Morris down up in Phoenix, man. A lot of people, you know, because the Suns aren't in the playoffs, they don't get an opportunity to see how good a player he is. And, Shaq, what do you think? Well, I'm going to go with my underrated starting five, Ernie. At the point, I'm going to go with Isaiah Thomas. Ooh. At the two, I got Goran Dragic. Wow. At three, Kawhi Leonard. Wow. Four, Draymond Green. Okay. And five, my guy, DeMarcus Big Cuz Cousins. How can he be underrated? He made the All-Star team. And how can Kawhi Leonard be by underrated default, when he was a Finals MVP? MVP, he's not by underrated. Default, he is underrated because we don't talk about him a lot. Well, who do. Doesn't? We I, don't. Okay. They're not commercial guys, meaning they don't have TV commercials. So they're underrated. Everybody knows about them. Those guys could sell products, man. I stand corrected again. Yeah. Well, get used to it. We'll see you next time. So put him on the cover of 2K. I'm not going that far. Also mal wieder ein komplett neues Thema, ein richtig interessantes Thema. Underrated Spieler. Wer ist eurer Meinung nach underrated? Also wir haben jetzt Namen gehört wie Millsap, wie Draymond Green, Cousins, Thomas. Aber was heißt underrated? Shaquille O'Neal hat gesagt, underrated, hat nicht immer was damit zu tun, ob man jetzt im All-Star-Team ist, sondern auch, wie viel wird über einen gesprochen, wie viel Aufmerksamkeit wird einem geschenkt. Schreibt es mir in die Kommentare, wer ist euer underrated Spieler? Und Steve. Sehr schön. Gleich rüber zu Thompson. Und rein damit. Ibaka the four, Westbrook the point with Waiters at the two, and it's Kanter in at the pivot spot manning the middle. Also, Westbrook ja, wenn ich jetzt so, obwohl Draymond Green kriegt gerade schon inside, relativ viel Aufmerksamkeit, habe ich. Aber er spielt halt auch gerade eine super Season. And the issues they had defensively in part, nochmal I zu Curry. Was a Curry zündet. Really compounded, I think, because it ah, was a nein! Game for well, you know, they gave the crowd a bunch das Problem ist halt einfach, wenn du in der Liga that, spielst, in really wenn der Leute sind wie Curry, Westbrook, Kevin Durant, LeBron James, es ist schwierig, da ein großes Thema zu sein. Here's Green. Schön. Da ist der gerade eben angesprochene Green, den ich übrigens sehr, sehr schätze und mag. Bei ihm merkt man einfach, er stirbt momentan für das Game und da gibt es erstmal einen Block. Aber richtig cool. Shaquille O'Neal haut gleich eine Starting Five raus. And in the first, a little over a minute and a half in, here's Ibaka, and that wie weit man the assist by Russell Westbrook. Alter, ich glaube, ich springe Ibaka, ey. Wie weit man wohl mit der Starting 5 kommen würde. Passes it to Green, stolen by Kanter. Zurück. It's Westbrook with the drive. Westbrook oh, missing again. Schön. He worked himself into a really naja, good die Animation, position there, die stoppt uns wieder mal komplett. That's the look he wanted. So, jetzt muss ich aber wieder aufhören zu labern. Drei Würfe. Yeah, and over the course of the season, they're a respectable 78%. That comes in handy in close games.
Yeah, in general, they've been very solid. I mean, free throw shooting isn't something they've had to worry about too much this Green. Season, guys. Laufen wir. Now, here's Green taking a look at his stats. He's averaging around 9.5 points a game. Here's Freak. Good. Rein damit. Starting off. One for Abschluss, one best yet. Well, Merry Christmas. I mean, that was a freebie. Also, wir haben im ersten Viertel Punkte erzielt. Der Wahnsinn. Wenn ihr euch daran erinnert, eine Halbzeit ohne Punkte. Ja, Westbrook macht den Jump Shot. Green zündet. Mann. Wenn der Ball halt gleich runterfällt, dann kriege ich ihn. Aber nein, er muss nochmal auf den Ring droppen. Ne? Komm schon, Defense, Maxi. Hab ich. Zu Thompson. Thompson schiebt hier rüber. Jawohl. Very nice. Free. 5 points. 2 rebounds. 1 assist. Outside Westbrook. Kommt Jungs, bleibt dran. And we're approaching about 3.5 minutes played in the first quarter. Durant in the corner. Wieder unserer. Schön, Jungs. Warriors leading by 3. Curry dishes to Freak. Wieder zu Curry. Wir hinterlaufen. Curry kicks to Ich zu Green. Green zündet. That doesn't go either rebound nicht. The Thunder shooting in this first quarter around 38%. They're looking a bit creaky out there. Waiters gets a wide open look. Naja. He's now 1-for-2 with that bucket. Das ist scheiße, wenn wir dann ihn so frei stehen lassen. Gone, just 1-for-4 from 3-point range here in the first. Curry kicks the Freak. Ah, nee, nochmal zu Curry. Curry zündet. Und trifft nicht. Goes to the Thunder. This game against Golden State is the first time they've met this season. And this is a team. Ja, das stimmt. Unsere erste Begegnung gegen die Thunder in dieser Season. Coming up short. Yeah, a bitter pill to swallow too. I mean, when you face that team again. Ich glaube, während der Season waren das so echt mit die heißesten Duelle. Block von Bogut. Some changes for Golden State. Harrison Barnes. Oklahoma hat trotzdem den Ball, aber nur noch 6 Sekunden, ne? And Sessions subbed in for Curry. Then for the Thunder, Steven Adams is checked in for Enes Kanter. Bellinelli comes in for Serge Ibaka. And it's Kent Bazemore in for Waiters. Now Sessions following Durant. Wir laufen hier rüber. Zu Queen. The drive by Green. Zu Sessions. From downtown. And the Warriors miss again. Ich werd halt wieder Oklahoma so leicht. Trailing. Aus der Zone rausgehalten, ne? Und Durant trifft. Ja, so ein Wurf ist halt für ihn Glacks. Bam! Boom! Also Kevin Durant spielt auf jeden Fall nicht so eine krasse Defense wie LeBron James im letzten Match. And Durant, here we go. Nein, Mann, der ist Maxi. Mann, schaut unserer. The Warriors shooting well right out of the gates here at around 50%. Nochmal zu Green, Green zündet. Jawohl, Mann. So will ich das sehen. Richtig geiles Spiel bis jetzt. And they may have found the Achilles heel of this defense. That was their ninth straight point from beyond the arc. Hab ich? Ey, jetzt krieg fast ich. Ja, und er macht halt den Dreier. Anstatt ein Steal, Fastbreak und Punkte für uns, kriegen wir nicht den Ball und Westbrook nagelt ihn halt rein. Was hast du gesagt, hä? Bam, bam, bam! Denkt ihr euch, flachpiepsen mal, mach ich nicht blatt oder was? Drauf, Jungs! Bam, Mann! Maxi is on fire! The basket's coming early and Destruction! Warriors, was ein erstes Viertel! It's the NBA. Doch nicht bieten hier! And Kevin Durant, former MVP, still feels like he has room to grow and he gives us some insight into that philosophy. I think it's another level I can go to.
You know, always can be better. That's how I look at things. Teammates need me more than ever now. Coaches need more from me. So I got to dig deep and see where I can find it from. Well, the will seems to be there, Greg, but Kevin Durant... Wir kriegen ein Päuschen. Komm rein, wieder gegen Kevin Durant. Maxi, 11 Punkte. 2 Rebounds, 2 Assists, 1 Block. On the perimeter, it's Waiters. So muss Durant. Es weitergehen. Then there's Russell Westbrook. Then it's Enes Kanter. And the pass to Waiters. Let's it go from deep. And Freak with the rebound. Golden State's gone 1-4 from 3-point range in the second. Not a whole lot dropping out there for them. Okay, well, let's check in with Doris Burke reporting from our sideline. War das ein Zweier oder ein Dreier? Ich habe jetzt nicht gesehen, ob ich auf der Linie stand. Freak in the last matchup against the Trailblazers was simply terrific. He finished with 17 points and was his usual self on the glass, grabbing just about any shot that came off the rim. Another strong showing from him in what has become a habit. Appreciate it, Doris. Thanks. Well, we've seen a lot of great players, have a lot of great games, but that was something special. And I love that no matter what approach they tried against him, nothing worked. I mean, he was ready for everything. It makes me wonder what kind of defense they'll throw at him tonight. Und da macht Maxi die Punkte. Who the fuck is Kevin Durant? He shot the ball exceptionally well as they've built this lead for themselves. Bam. He's got his first chance at the line here. And you're hot. And that's certainly been the case for Freak. He has 14 points and he's drained 3 3-point bombs so far. Don't stop. Don't hesitate. Keep firing from out there. Dranbleiben. Like this. Was ist schon wieder für ein Luck ist. From 12 feet out. And it's set by Bogut. And Durant, here we go. Komm, dranbleiben. Kanter's shot is off. Very dangerous to leave a guy like that open. Lucky break there for the D. Green. Rebounded by Oklahoma City. Waiters got 3 rebounds. Ich wollte sagen, Green, bitte pass noch mal. And it's sent back by Bogut. And that one's good. Oh, der fällt rein. And it's 6 points for Enes Kanter. Warriors leading by 10. Stolen by was ist denn jetzt? Oh, Jungs. Here's Westbrook. Sowas ist so unnötig. Keine Punkte herschenken, bitte. Green. Pass to Freak. From deep. From deep, ladies and gentlemen. Was ist da los? Party. Party hard, party more. Freak is on the floor. Westbrook dishes to Kanter. Komm, Defense. Lass ihn nicht vorbei. Jawohl, Queen. It's stolen by Green. And up the court comes. Und fast break. Ich wollte gerade sagen, mach ein Jahr rein, Mann. Sonst muss ich dich mobben in Zukunft. Yeah, I mean, I'm all for good offense, but that was just a terrible reaction from the defense. Durant attacking. Nichts jetzt, Mann. Defense for Maxi. Komm, schieb raus die Keule. Schieb raus. Na, fällt gerade noch so vom Ring runter. Egal. So gefällt mir das. Yes, Kevin, I'm here with Russell Westbrook. And Russell, how confident are you that regardless of what defender you see in front of you, you can get what you want? Very confident. I have a lot of confidence in myself. I put a lot of work in the summertime, but I'm very confident. Russell, thank you so much. Kevin, hard work pays off. All right, Doris, thank you. And stay with us, folks. We'll be back just... So, rein in die Halbzeit. Holt euch was zu trinken. Holt euch... Geht auf die Toilette. Drückt den Daumen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Welcome back, everyone, to the start of the second half. Big margin on our hands, but we'll see if that gap narrows down in the third and fourth quarters. You look at Freak in this game, he has been everywhere. And he just went off in those first two quarters, guys. He's capable of doing that on a consistent basis. Da konnte ich jetzt viel dafür. Also den Turnover, den könnt ihr gleich mal wieder aus der Statistik streichen, weil das war nicht so wirklich meine Schuld. You guys, I think you've got to make some sort of change. I mean, they can't let him continue to torch him up like he has been. While we've got a moment, let's set the floor. Brought to you by Gatorade, all fueled up for the second half.
Und keinen interessiert der Dank. Keine Replay, keine Sau in der Arena. Zu Bogut, der zu Curry. Und schöner Pass. Ah, das ist ja nicht ein Dank, Mann. Ja, das ist natürlich wieder geile Defense für uns. No chance, Kevin. I mean, the screen was in the right spot. His feet were set. He would have had to go straight through him, and that's not legal. Golden State moving the ball around. And it's Golden Und fällt rein. How about the passing? They are moving the ball without any thought. Also A plus schon mal voll getankt. Yeah, and it's really fun to see that kind of unselfishness. Really hard not to appreciate all the assists they've made. Ah, wir kommen eine Sekunde zu spät. Waiters got his second bucket tonight. Good job threading that pass into the lane. I like his vision, guys. He sees everything. Here's Freak. Und da fällt er wieder mal rein. Kevin Durant, was willst du tun? 19 points for Freak. Nothing but money for him to start the half. Money, money, money. Shake it. Abklatschen, Party. 19 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists, ein Turnover, der nicht zählt. Sag ich einfach. Ist einfach so. I got a chance to hear what Billy Donovan said to the team. The strategy included running the offense through Russell Westbrook. Coach would like to see him utilized in the offense as much as possible. We can expect to see them going to him constantly. Well, they need to make Scheiße. Ich habe schon den Block gesehen. Thank you, Doris. Warriors leading by 11. Alter, was ein Pass. And it's blocked by Adams. Ja, das ist natürlich geil. 3 of 4 to start the second half. Here's Ibaka. Good on the shot and then shades. Mann, ey, es wird immer irgendwie dran, aber irgendwie auch nicht. And they are attacking the rim and getting great results. And how? I mean, they're taking this deep. Jetzt kriege ich einen Block von Durant. Every one of their last 10 points have come in the paint. And Bellinelli kicks to Durant. Here's Adams. Ja. Was wir gerade für Punkte kassieren. And went straight into attack mode on the putback. He is one of the most determined rebounders, Clark, we have got in the NBA. Yeah, you're calling it right, Kevin. I mean, he gets so many second chance points. Da kommt der Pass. Because of how hard he works to get to the rebound. Here's Freak. Quick release und dann rein damit. Kevin Durant, wo warst du? Was, ein bisschen zu langsam, habe ich gehört. Der MVP ist hier. There's the screen. Screen by Ibaka. Es ist so unfassbar lächerlich. Es ist so unfassbar lächerlich. Vor allen Dingen, das Spiel ist dann immer so dreist. Wenn du den nicht kriegst, dann sofort ein Dreier. Einfach so automatisch. Ey, was ist mit Kevin Durant los, Mann? And they look a lot more active and engaged. And it's Freak missing. Jetzt macht mich halt echt nicht sauer, oder? Defense, but they can't count on him to continue missing. I tell you what, I think he'd be happy if he can continue to get looks like that. Ich check gerade überhaupt nicht, für wen ich jetzt zuständig bin. Ich deck jetzt einfach mal den Raum. There's the dish to Bellinelli. Shot clock at 6. Screen by Ibaka. Oh my goodness. In dein Gesicht. Now let's take a peek at the league leaders in scoring. Kevin Durant is second. And his contribution to his team offensively cannot be understated. He is always leading the way for them with his 22 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists, 83,3% Dreier. Be more physical on defense. They are getting to the middle of the floor. Ja, sag's ihnen mal. Bessere Defense. Perimeter. Posts. Rotate. Daniel Jones is checked in for Rudy. Kent Bazemore is checked in for the Thunder. Sessions dishes the Freak. And he was fouled on the way. Zwei Freiwürfe. Da gibt's wieder einen Hulk. And this is his second trip to the line tonight. And with his percentage at 87, he's done just about everything they could have asked when it comes to free throw shooting. And you know, with those numbers, he makes a defender hesitant to get too tight on him. Und nochmal. He doesn't want to get whistled for the foul and put this guy on the line. And what an advantage. You really feel like you can always trust him when he's at the line. Westbrook with it.
16 points for him. And there's und da kommt die Defense von Maxi. Ja, aber dann Kickout, der ist ein Dreier. Westbrook's got five assists. Da kann ich nichts machen. Warriors leading by six. Right wing, picked off in midair. Geil, ich laufe natürlich gleich wieder weiter. Drauf, drauf, drauf. And he gets it to go. Ich habe gedacht, es wird ein Alley-oop Pass. Das ist eiskalten Wurf. His last game, really not surprised to see him as hot as he is here tonight. Nein, ja, aber ich bin schon so hart gestrauchelt. Das wundert mich jetzt nicht, dass der nicht reingegangen ist. Die treffen jetzt gerade auch alles. Nur noch zwei Punkte Führung. Läuft. And the Warriors miss again. Warum habe ich den jetzt wieder genommen? Ich versau's gerade selber, Mann. Was treibe ich jetzt gerade? Ja! Jetzt mal wieder Konzentration, Maxi. Bau hier keine Scheiße. Bau hier keine Scheiße! Ey, die treffen alles! And some kind of switch must have been flipped at halftime because both teams are getting after it. Man, I tell you, partner, this has been some fun basketball and they don't look like they're slowing down. Also jetzt gerade eben ist echt der Wurm drin. Was ist denn das jetzt? Ja, und der trifft natürlich auch. Nein, tut er nicht. Danke, Wahnsinn. And Sessions kicks to Freak. Kommt der Pass, kommt der Korb. Nochmal Führung. Jungs! Was macht ihr? Wie dumm seid ihr? Hey, ihr könnt doch nicht einfach den komplett über das ganze Feld durchlaufen lassen. Ey, also manchmal frage ich mich wirklich. Ohne Scheiß, bei sowas kann ich echt abkotzen. Hier ist Curry. Ja, ich hätte jetzt keinen Bock, meine Quote weiter zu zerstören. Plus für den Wurf, wenn eh einer mir dran steht. Unfassbar, Mann. Sowas darf nicht passieren. Westbrook the point with Waiters at the two. Kanter is the power forward with Adams in the middle. And it's Durant in at the three spot. Dranbleiben. Against Waiters. Six on the shot clock. Here's Adams and it's. Jawohl, Block und unserer. Komm, Adams liegt am Boden. Ausnutzen. Outside Curry. Yes. Some nice passing by Golden State here. That's good. Schön. Morris got the first field goal of the fourth quarter. Wollte gerade schon sagen, zu langsam gespielt. An important part of every team's game, a look at the hustle stats for the Warriors. We've seen them make the extra effort from a defensive standpoint, closing out airspace and sending shots back. You know, one other area they're doing well in is steals. I mean, they've knocked the ball loose a number of times and been able to track. Das Problem ist, ich muss mich auf sie verlassen, weil wenn ich von Kevin Durant weggehe, dann kommt der Kick-Out-Pass, dann sehen wir immer einen Dreier. Guys, teams have exchanged the lead five times thus far. Green, dann nochmal zu uns. Wir nochmal zu Green. To the paint, there's Freak. Und rein damit. Freak's got 26. That's a brain freeze right there from the entire defense. Now is not the time Jungs. To lose your. Ihr könnt doch einfach sagen, wenn ihr verlieren wollt, weil dann kann ich auch einfach stehen bleiben. Erzähl meinen Zuschauern noch irgendwie ein bisschen was von meinem Leben, keine Ahnung. Aber können wir schon so machen, wenn ihr wollt, also. Outside Westbrook. Kanter sets the pick for Westbrook. Waiters passes to Adams. Again, Oklahoma City. Fällt halt auch wieder rein. Their offense has been much more impressive. Ach Gott, ich sag gar nichts dazu. 59-58. Ich krieg eine Auszeit. Komm rein, wir liegen mit 4 hinten.
Lakers. Einwurf haben sie auch noch. Hashtag läuft. Ellinelli comes in for Deion Waiters. And it's Kent Bazemore in for Russell Westbrook. And plenty of contact on the shot. So, two free throws coming up. And a moment here to take a look at some of the hustle stats. The Lions fit. They really haven't backed away from running and gunning at any point. But their legs still... Nummer 2 fällt auch. They worked hard tonight at crashing the boards. Sieht richtig gut aus. 6 Punkte, nur noch 1,50 zu spielen. Da kann man aufbauen drauf. Waiters comes in for Marco Bellinelli. And Russell Westbrook is subbed in for Kent Bazemore. Hey. Feeds it to Bogut. Ey, Curry, was machst du, Mann? Ja, gut. Verlieren wir halt. Aber nicht wegen mir. Ganz bestimmt nicht. Also mit einer Auszeit, da kannst du dann eh immer nichts machen. Mann. Aber wenn dann auch noch so eine Scheiße passiert, dann kannst du es halt echt komplett vergessen. Alter, was war das für ein Korb? The Thunder have gone 7 of 13 from the field here in the fourth. And Durant, here we go. Der da. And he gets that one to go off the front. Geht halt auch jeder immer rein bei Kevin Durant, weißt. To 8 now for the Thunder. To the wing right side. And he knocks it down. Unfassbar. Ohne Scheiße. Wollen wir dich mal drüber freuen, weil 5 Punkte und unsere Defense ist halt leider gerade katastrophal. Ja, und dann ist eh klar, dass wir nicht gewinnen, wenn solche nicht fallen. Da braucht man dann kein Prophet sein. Kann ich noch so gut spielen? Das wird auch das Interessante in den Playoffs werden, weil jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad bist du so von deinen Mitspielern abhängig. Hier ist Durant. They set the pick. Durant geht nicht. Ja, jetzt brauchen wir schon einen Dreier, ansonsten wird das ja eh nichts. Pass to Freak. There's Green with the three. Und wieder kein Dreier. Also, dann ist die Sache durch. Wir verlieren gegen die Thunder. Ganz klar, weil wir einfach zu dumm sind. Weil mein Team zu dumm ist. Ja, keine Ahnung. Bin gerade echt richtig gut gelaunt. Weil das Spiel hätte man locker gewinnen müssen. Na okay, jetzt ist die Sache gegessen. Wir verlieren gegen die Trailblazers, wir verlieren gegen Portland, gegen die Thunder. Ja, ich brauche jetzt nicht meinen, dass ich jetzt noch werfe. Ganz ehrlich, für was denn? Das ist mir dann auch zu blöd, da jetzt noch irgendwie was aus dem Hut zu zaubern. Ja, wirf halt selber, oder? Echt? Eine Auszeit, die uns zurückwirft, dann werfen wir zweimal richtig gut. 3 so geile Pässe zu Assists, zu einem Dreier, werden alle nicht verwandelt. Wir lassen Westbrook 2-3 Mal einfach durchlaufen. Ja, aber es ist klar, dann wirst du immer verlieren. 33 Punkte, 11 von 17, 5 Rebounds, 4 Assists, 2 Blocks. Ja, was will man machen? Egal, wir haben das Match verloren. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, euer Max.